Ich möchte heute eine neue Funktion von Mentimeter vorstellen, die es schon seit einer ganzen Weile gibt, aber ich dachte jetzt, nachdem ich selber eigentlich somit das erste Mal benutzt habe, das ist ja echt praktisch, das zeige ich vielleicht doch nochmal, einfach weil es ein neues Feature von Mentimeter ist. Über Mentimeter rede ich inzwischen sehr, sehr häufig in Videos, vor allem aber auch in Fortbildungen, denn es ist einfach ein unglaublich praktisches Tool im Distanzlernen, im Hybridunterricht, genauso wie im Präsenzunterricht, um schnell Feedback, Rückmeldungen jeglicher Art einzuholen. Und die neue Funktion Pin on Image ist insofern einfach sehr praktisch, als man hier auf ganz unterschiedliche Art und Weise die jeweiligen Teilnehmer bitten kann, sich auf einem Bild zu positionieren. Und das kann zum Beispiel dann so aussehen, wie hier in einer Fortbildung letzte Woche für die Friedrich Akademie mit 47 Teilnehmern aus der ganzen Bundesrepublik, aber auch aus dem Ausland, die einfach mal ganz schnell auf einer Karte sich positionieren konnten, woher sie eigentlich kommen. Das war im Rahmen einer Kennenlernrunde unglaublich praktisch, aber natürlich fallen einem jetzt sofort alle möglichen Anwendungsmöglichkeiten für den eigenen Unterricht an. Ich möchte aber zunächst mal ganz kurz drauf schauen, wie ich jetzt so eine Folie eigentlich einrichten kann, denn es ist ganz, ganz simpel, man muss es nur einfach einmal wissen. Ich lege dazu eine Testpräsentation an, hier bei Mentimeter, und starte dann auf der ersten Folie einfach gleich mit dem entsprechenden Typ, den ich gerne benutzen möchte, nämlich hier rechts bei der Auswahl gehe ich ganz runter und wähle die Funktion Pin on Image. Und da bin ich jetzt auch schon genau in der Folie, die ich brauche. Und ziehe mir jetzt hier einfach mal per Drag and Drop, geht das bei Mentimeter ganz einfach, meine Deutschlandkarte rein, die ich mir entsprechend Google suche, mit freien Rechten besorgt habe und jetzt hier auch weiterverwenden kann. Und hätte jetzt im Grunde schon die Folie fertig, in der ich einfach frage, woher kommen Sie? Und jetzt schon meine Befragung beginnen könnte. Wenn ich diese Folie jetzt präsentiere und benutze, dann können meine Teilnehmer sich oder auch die Schülerinnen und Schüler auf dieser Karte frei positionieren, woher sie beispielsweise kommen. Das Ergebnis sieht dann so aus. Aber ich denke, gerade wenn man jetzt überlegt, naja, welche Einsatzmöglichkeiten gibt es vielleicht didaktischer Art, dann fallen hier natürlich sofort Erörterungen ein, Positionierungen auf einer Meinungslinie oder aber auch unterschiedliche Thesen, die präsentiert werden. Und Schülerinnen und Schüler ziehen erstmal ja, sich dahin, wo sie sich vielleicht am ehesten verorten würden, vielleicht auch dazwischen. Man kann damit auch sehr schön Trends natürlich anzeigen lassen, zum Beispiel in PowerPoint, Grafiken oder auch Graphen vorbereiten. Also ich denke, ich fange hier einfach an zu reden und die Ideen sprudeln sofort, dass diese Folie sehr, sehr praktisch sein kann. Und gerade auch an diesem Beispiel des Kennenlernens auf einer Karte zum Beispiel, geografischer Art, ist das sicherlich auch eine ganz wunderbare Funktion, die ich sehr empfehlen kann, einfach mal auszuprobieren. Und genau das wollte ich heute gerne zeigen. Thank you.